Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Heute habe ich mal eine ganz besondere Horrorzeit für euch, nämlich aus Orlando, Florida. Und da ich von Universal netterweise zu einer VIP-Tour eingeladen wurde, dachte ich mir, zeige ich euch einfach mal den ganzen Prozess, wie so ein Event als Journalist eigentlich abläuft, was gibt es zu sehen und natürlich darf ich euch dank dieses Special Events alle 10 Gruselhäuser zeigen. Ich würde daher sagen, ich mache mich schnell fertig und dann machen wir uns gemeinsam auf zu den Halloween Horror Nights in Orlando. Ihr müsst mir unbedingt beistehen, denn es gibt einige richtig gruselige Häuser dieses Jahr. Ich habe ganz schön die Buchse voll, bin gespannt, wie dieses Event wird, aber freue mich natürlich auch total darauf. Der Moment ist gekommen. Ich nehme euch jetzt mit. Hier vorne ist direkt der Media-Check-In. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt so funktioniert. Normalerweise gibt es halt eine lange Schlange, um reinzukommen. Einige warten auch schon drinnen im Park und wir spazieren jetzt ganz gemütlich rein. Ich habe auch schon einige berühmte Freizeitpark-YouTuber, amerikanische, gesehen. Die beste deutsche YouTuberin darf da jetzt auch rein. Da stehen jetzt die ganzen Leute, die darauf warten, reingelassen zu werden. Ich fühle mich gerade ein bisschen erhaben hier auf dem Balkönchen. Wir gehen jetzt, glaube ich, zur Special Location. Es ist echt so cool, die ganzen Leute hier so zu sehen. Ja, für ihr habe ich mir immer die Videos von den ganzen YouTubern angeguckt, wie sie halt hier dieses Special Media Event gemacht haben. Und ich habe mir immer gedacht, oh, one day werde ich das auch machen. Und jetzt ist es tatsächlich soweit. Bin irgendwie gerade ein bisschen geflasht. Darauf habe ich gewartet, Leute. Ich esse jetzt erstmal und bin glücklich und genieße die Zeit. Ich bin so komplett geflasht, dass ich hier bin. Ne? Wahnsinn. Mein erstes Mal Chowder. Ist ein ganz okayes Süppchen, aber jetzt haut mich nicht um. Aber jetzt der Walking Taco mit Doritos. Super interessant gewürzt. Hammer. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Jetzt kommt die rote Tür. Oh Gott, es fühlt sich schon so trocken an. Muss man nicht machen. Okay, Leute, ich habe mich jetzt ein bisschen eingegroovt langsam, weil jetzt geht es um das Süße. Pumpkin Cheesecake Macaron, ja. Wir starten damit. Schmeckt einfach nur süß bisher. Ja, jetzt kommt ein bisschen Pumpkin. Kann man machen. Das ist ein Oreo Mumien Cheesecake. Die A Quiet Place Holzplanke. Sehr scharf im Abgang, krass. Lecker, aber scharf. Aber es ist relativ schwer. Ich glaube, gerade wenn man richtig gute europäische Desserts gewohnt ist, etwas zu finden, was nicht einfach nur pappsüß ist. Aber die herzhaften Sachen waren schon nicht schlecht. Ganz interessant zu wissen, jedes Jahr gibt es eine sogenannte Ikone der Halloween Horror Nights, die die Gäste begrüßt und eine eigene Hintergrundgeschichte besitzt. Dieses Jahr sind es die Schwestern Sinister und Surreal. Während die eine eher physisch foltert, nutzt die andere psychologische Tricks. This year in Halloween Horror Nights 33, Sinister and Surreal take over Halloween Horror Nights. Die beiden netten Herren, die ihr hier seht, waren meine unglaublich talentierten Tourguides der RIP-Tour und die haben uns vor jeder Scarezone und vor jedem Haus einmal kurz die Geschichte des Hauses erzählt, was uns als nächstes erwartet. Und neben dem Punkt, dass man natürlich nicht anstehen muss, war das für mich eines der großen Highlights der Tour, weil die beiden das so gut gemacht haben und unsere kleine Gruppe vor jedem Haus nochmal richtig gehypt haben. He's a torturous bear indeed. Oh, yeah. Oh, I'm so sorry. Giving blood and the sting of the ripping of flesh.
Okay, Leute, unser erstes Haus. Eigentlich gerade 75 Minuten. Wir können sofort rein. Sorry. So ein bisschen mit Süßigkeiten, das wird schon ganz harmlos sein. Und es war schon richtig, ich habe mich schon ganz schön erschrocken, es war schon ganz schön brutal teilweise. Das war jetzt noch so ein ganz leichter Einstieg mit mit so einer Candy Factory. Und mein Puls ist schon ziemlich weit oben. Sehr, sehr geiler erster Einstieg, schöne, blutige, gory Details. Für das Haus, weil es vorab schon hieß, dass sie in Gebärdensprache im Haus kommunizieren und dass wir alle sehr, sehr leise sein müssen. Und je nachdem, ob die Gruppe leise ist im Haus oder eben Geräusche macht, passiert auch was anderes. Und ich muss sagen, das Haus basiert ja auf dem ersten und dem zweiten Film und die kenne ich ja sehr gut. Man erkennt so viele ikonische Szenen wieder. War jetzt nicht so gruselig, sondern einfach eher beeindruckend und sehr atmosphärisch. Face to face with three different monsters, and in order, the first one is going to be Tadahabuchi. Is that how you say it? Tadahabuchi. Tadahabuchi. Yeah.
Zwar gerade nicht, aber ich bin immer noch total am Zittern. Das war mit Abstand das gruseligste Haus bisher. Es war so krass. Es waren einfach so mega heftige Typen auf Stelzen, die mich einfach komplett fertig gemacht haben. Und so geile Puppen teilweise auch. Das war ohne Frage bisher das gruseligste Haus. Total atmosphärisch gestaltet. Das war ja auch das Haus von den nicht bekannten Filmhäusern, sage ich mal, auf das ich mich am meisten gefreut habe. Wow, jetzt bin ich bereit auf jeden Fall für die krasseren Häuser nach der Erfahrung. Ich bin immer noch ganz zittrig. Hat echt richtig viel Spaß gemacht. Bisher hat mich jedes Haus überzeugt. Und auch grundsätzlich wollte ich einfach nochmal sagen, es ist wirklich einfach so eine mega krasse Erfahrung, so ein Privileg zu haben, hier bei so einem Media-Event zu sein. Deswegen auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank, dass natürlich auch ihr mir das durch eure Unterstützung ermöglicht habt. Ich war ja selber letztes Jahr schon hier und weiß, wie es ist, wenn man ewig in der Schlange stehen muss, die Füße fallen irgendwann ab und hier natürlich einfach direkt reingehen zu können, von zwei richtig coolen Guides die ganze Zeit alles erklärt zu bekommen. Ich bin echt stolz auf mich. Ich war ein bisschen aufgeregt vorher, weil ich nicht wusste, ja, kriege ich das alles so gut hin und so, wird mir das nicht vielleicht zu viel, aber bisher ging das echt gut klar und ja, ich trinke auch schön viel und versuche den Abend gut zu überstehen, denn es kommen ja noch einige Häuser. So, they got rid of those accomplices by dumping their bodies into the swamp. Bisher die gruseligste Scarezone, aber richtig cool natürlich mit diesem Florida-Einschlag, mit dem Gator und diesem ganzen grünen Zeug und den Untoten, richtig cool. Also das ist jetzt auch die erste Scarezone gewesen, die ich auch wirklich gruselig fand. Sehr cool. In der Dunkelheit natürlich schön atmosphärisch ausgeleuchtet. Our newest exhibit will be opening. The Rotting Stone from Western Europe has everything's possessed. It's possessed. I'll rip your flesh. It's the stone killing everyone. Get out of here!
gekommen, ey. Okay, Slaughter Cinema 2, let's go. Auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Da waren ein paar richtig einfach lustige Ideen, B-Movie-Flair. Teilweise habe ich mich auch ganz schön gut erschreckt, aber alles in allem ist das definitiv eines dieser Pfannenhäuser, die einfach nur Spaß machen. Die sexy Mumien am Ende, die waren natürlich auch richtig interessant und die ganzen Filmplakate und so. Wie ich mir schon gedacht habe, für Filmfans einfach ein sehr, sehr cooles Haus und auch mal wieder eine schöne Abwechslung jetzt. Ich muss sagen, der Puls ist trotzdem ganz schön hochgegangen. Bräuchte jetzt eigentlich auch mal wieder eine Pause, aber ich glaube, die ist gerade nicht eingeplant. Also weiter geht's. I was given this name by my father. It means protector of mankind, Valley of Light. But with my brother's death at the hands of Dracula's daughter, darkness has fallen and our bloodline is dying out. Let him live! Run! Go!
Ja, ihr könnt es wahrscheinlich euch schon vorstellen, bei Girl Power bin ich natürlich immer sofort dabei. Und jetzt halt diese super ikonischen Universal-Figuren in der weiblichen Variante zu sehen, hat super viel Spaß gemacht, total schöne Auswahl. Und das war jetzt auch wieder eine schöne Sache, um runterzukommen, einfach nur super atmosphärisch. Hier und da natürlich auch mal ein Erschrecker dabei, aber es hat einfach nur richtig Spaß gemacht und ich war echt von der Kulisse total beeindruckt. Also man hatte halt wirklich das Gefühl, dass man in so einem Dracula-Schloss ist und dann später in so einem Werwolf-Wald und so, also ziemlich cool. Die Goblins haben da echt krasse Sachen gekocht und ich muss sagen, das war jetzt das Haus, wo ich am entspanntesten war. Vielleicht liegt es auch daran, dass mir langsam echt der Rücken so wehtut und man echt kaputt ist. Natürlich, mit der Zeit ist es natürlich auch immer dieses Phänomen, je mehr Häuser man macht, desto mehr gewöhnt man sich daran. Outside. Let my voice be your guide. Keep a steady stride. Into the further you go. Now go outside. Let my voice be your guide. Keep a steady stride. Into the further you go. He's got no baby. He's got no baby.
bisschen zittrig. Muss mir ein bisschen anlehnen. Ich hab's geschafft, das war Insidious. Es war einfach nur der Oberhammer. Ohne Frage, mein absolutes Highlight des Events. Unfassbar gruselig, aber auch unfassbar gut gemacht. Ihr müsst euch einfach vorstellen, diese Szenen mit den Mannequins, wo ganz so viele Mannequins im Raum stehen. Das hatten sie halt einfach nachgestellt. Auch der rote Dämon, der sah so gut aus und auch die rote Tür. Ich bin so fertig, das war so gruselig. Und manchmal musste ich auch die Augen zumachen. Aber es war so... Wow, davon muss ich mich jetzt erstmal ein bisschen erholen. Why? Why are you doing this? OJ, das war mal eine lustige Geburtstagsparty, würde ich sagen. Wer auf Gore steht, kommt hier natürlich auf jeden Fall total auf seine Kosten. Ich bin jetzt persönlich nicht so ein riesen Gore-Fan, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Ghostbusters könnte auch ein richtiges Highlight werden. Also das letzte Haus werde ich jetzt nochmal richtig zelebrieren. Und dann gucken wir, was wir nach dieser VIP-Tour machen. Sorry, lady. The hammer is used. Commanding an army of ghosts. Sorry, lady. The hammer is used. What the? The power to kill by fear itself. A cold shiver runs down your spine. Your veins turn to river's pulse. Wirklich 1:1 wie im Film. Ich bin wirklich
wieder total schockiert, wie geil das einfach umgesetzt war. So atmosphärisch. Wieder ein Scare-Actor auf Stelzen. Dieses riesige Gebäude, dieses Eiselement. Also auch wenn ihr den Film vielleicht nicht mochtet, ich finde für ein Gruselhaus lohnt sich das Thema wirklich mega. Ich schaue jetzt mal, was ich jetzt noch treibe und dann machen wir nachher natürlich nochmal ein schönes Fazit. Nach diesen aufregenden Häusern hatte ich langsam wieder Hunger, also ging es zum Ghostbusters-Stand, denn hier gab es Slimers Korean Corn Dog, der ziemlich lecker war und ganz viel grünen Käse hatte. Und mein kulinarisches Highlight des ganzen Abends, der Stay Puft S'more. Zum Abschluss habe ich mir noch ein bisschen das Merch angeschaut. Es gab passend zu den Häusern einige Dinge zu Ghostbusters, Insidious und Halloween Horror Nights allgemein. Wie ihr seht, ich habe es wieder in mein Hotelzimmer geschafft. Das waren 10 Gruselhäuser und jede Menge Scare-Zones von den Halloween Horror Nights in Orlando. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, welches Gruselhaus euch am besten gefallen hat. Hier seht ihr meine Top 3. Mittlerweile haben wir übrigens 2:30 Uhr nachts und ich brauche auf jeden Fall jetzt erstmal eine Weile, um die ganzen tollen Eindrücke zu verarbeiten. Das war wirklich ein Mega-Event und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, obwohl ich ganz alleine hergekommen bin. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Bis zum nächsten Mal.